Wie schön, dass Jörg Kugelmeier kurz nach der Wende von Sachsen nach Bayern gezogen ist und seine außergewöhnliche Begabung mitgebracht hat. Seine Hand stützt er auf einem Pult auf, um nicht zu zittern. Der Mann der feinen Pinselstriche liebt es, historische Kunstwerke im Miniaturformat entstehen zu lassen. Eine Lupe braucht er selten, wenn er seine Motive auf ein Porzellanei überträgt. Rund eine Woche dauert es, bis er eine kleine Geschichte vollendet hat. Trotz Routine für ihn immer noch eine Herausforderung. Am Ende eines Werkes, muss ich sagen, bin ich manchmal selber überrascht von mir selbst, was ich zustande gebracht habe, und kann es manchmal selber eigentlich nicht glauben. Und das macht natürlich unheimlich stolz, wenn man sieht, was man hier mit Pinselstrichen, mit seinen eigenen Händen zustande gebracht hat. Das fasziniert mich immer noch. Jedes noch so kleine Detail wirkt lebendig. Kein Wunder, schließlich steht das Ei ja symbolisch für das Leben schlechthin. Während Jörg Kugelmeier mit viel Herzblut, Geduld und Hingabe die Miniaturmalerei betreibt, hat sich seine Frau den Blumenmotiven auf Porzellan verschrieben. Die Ideen dafür holt sie sich meist aus Büchern. In der berühmten Meißener Manufaktur haben die beiden 4 Jahre lang gelernt. Kenner sehen das auf den ersten Blick. Ganz nach Altmeißener Tradition lässt Jörg Kugelmeier sogar chinesische Welten entstehen. Alles Unikate. Wie dieses Teeservice. Das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Es kostet ein kleines Vermögen, so im Kleinwagenbereich. Von ihrer Kunst können die Kugelmeiers inzwischen leben. Sie präsentieren ihre Schmuckstücke auf internationalen Ausstellungen und haben längst eine große Liebhabergemeinde gefunden. Außerdem betreiben sie seit 2005 eine Malschule in Lenggries. Ihre Schüler kommen aus aller Welt und brauchen etwa 5 Tage, bis sie die Grundlagen drauf haben. Sie lernen, die unterschiedlichsten Motive auf einer glatten Oberfläche plastisch aufzutragen. Den Drucker reinziehen. Und der Meister verrät Tricks über die spezielle Zusammensetzung der Metalloxidfarben und die Pinsel aus russischem Eichhörnchenhaar. Meißen mitten in Bayern. Es hat viel Schönes hervorgebracht, das Zusammenwachsen von Ost und West.